doch bin mein Weg gegangen. Wagyu Steak heute elegant. Kein Stopp, kein Schlaf, bleib dominant. Real G, deine Meinung nicht relevant. Lauf durch die Bank mit dem Racks in der Hand, doch ich bin kein Bankkaufmann. Amazon Prime ist kostenlos. Hi, meine Damen und Herren. Ich bin Niklas Wilson-Sommer und das ist eine Reaction auf meinen YouTube-Kanal. Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, drückt auf Abonnieren, lasst ein Like da und kommentiert. Und vergisst nicht, trinkt B12, Baby. Die beste Freunde, oder was? Geschwister. Ach, Geschwister. Und was? Ihr kommt klar, der eine Real-Fan. Ein schwieriger, aber geht schon. Und das... Digga, was? Die sehen sich sehr wenig ähnlich. Ja, das stimmt. Und das erste Mal ihr Klassiko? Ja. Uiuiui, was tippst du? Oh, ich sag, es wird ein 2-1 Barca. Ah, okay. Ja, das wird ein offensives Spiel, 3-2. Ah, okay. Viele Tore. Was habt ihr hinten drauf? Vinicius? Bro, bitte enttäusch mich. Oh ja, bitte. Okay, passt. Geil, Jungs. Ey, Klassiko! Und damit guten Morgen aus Barcelona. Ich bin gestern Abend bereits angereist und es gibt endlich wieder einen Stadion-Vlog von mir, Freunde. Wieso, weshalb, was in den letzten Wochen bei mir privat los war, erzähle ich euch nachher. Aber ich melde mich mit einem Kracher zurück. Und zwar El Clásico FC Barcelona vs. Real Madrid. Oh Leute, ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich freue. Wie Digga, ihr glaubt gar nicht, was ich für einen Bruch bekomme. Bevor das Video angefangen hat. Digga, checkt mal bitte ab, wie das Wetter da ausschaut. Können wir darüber reden? Das ist ja ein absolutes Brett. Wieder vor der Kamera zu stehen. Ich liebe es einfach. Der Typ läuft hier mit einer lockeren kurzen Hose und einem Tanktop um. Sehr, da sind auch schon zwei Barca-Fans. Das ist das Hotel, wo ich heute nächtige, insgesamt sogar bis Montag. Da war ich auch noch nie, Sofitel. Denn ich werde von hier aus direkt nach Paris fliegen, weil ich habe gehört, bitte, am Montag ist da eine kleine Veranstaltung. Das ist so surreal, aber das seht ihr dann im nächsten Vlog. Ist auf jeden Fall sehr schön hier. Oben ist auch noch wieder eine Rooftop-Bar, da können wir auch mal nachher noch vorbeischauen. Da sitzen auch schon viele Barca-Fans. Hier mit Aufzug fahren wir auch gleich hoch zum Room. Das ist hier dann der Rezeptionsbereich und schaut mal diese Säule an, Leute. Die hat einfach oben solche Blätter. Sieht ganz krass aus. Ich blende euch mal die Tabelle ein. Die beiden Mannschaften trennt nur einen Punkt. Es geht quasi heute um die Tabellenführung. Naja, nicht mehr. So wichtiges Spiel und wegweisend für die nächsten Wochen. Hier sieht es auch voll cool aus, Leute. Ich mag diese Teppiche wieder, ne? Sieht auch immer so voll edel aus. Okay, let's go. Vamos, chiquitos. Eine kleine Rundtour. Vamos, chiquitos, vamos. Man kommt hinein und direkt links ist so ein Glasschrank. Ja, ist auch gar nicht gestellt, dass hier rein zufällig ein Barca-Trikot hängt. Ziehen wir gleich an. Und dann hier ist das Badezimmer. Das sind voll die massiven Türen, Digga. Da ist die Toilette. Ja, so gehört sich das und auch. Rechts dann auch beim Scheißen. Da habe ich mich gerade eben schon fresh gemacht. Und noch zwei Waschbecken, das sehe ich erst jetzt. Da ist auch noch so coole indirekte Beleuchtung. Indirekte Beleuchtung ist eine 10 von 10. Kennt ihr diese diese Beleuchtung mit diesem wärmenden Licht, mit dieser wärmenden Lichtfarbe, was so in dieses braun-orange geht? Das ist so einladend. Wisst ihr, so ein Abendambiente. Da wird bei mir das Höschen sehr schnell aufgeben. Echt mega, das habe ich auch bei mir zu Hause. So, und dann gehen wir direkt hier zum Schlafzimmer. Links ist auch so ein echt großer Schrank. Schaut mal, zack, zack. Ja, kein Lieber. Alkohol, kein Vita-Welt. Im Koffer ist auch schon ein Anzug für Montag. Boah, Leute, das werden so crazy Tage. Da haben wir hier einen Fernseher. Was ist am Montag? Ballon d'Or? Noch so eine Bose Soundbar. Bett auch sehr gemütlich. Ich habe ganz gut eigentlich geschlafen. Ah, okay. Okay. Schlaf noch heute Nacht. Und hier noch so eine kleine... Die gekaufte Nominierung, nennen wir es lieber so. Eine Sitzecke, da sind auch so ein paar Bücher, auch wieder mit so indirekter Beleuchtung in den Schränken. Noch ein Spiegelchen. Und Aussicht sieht man jetzt nicht so viel. Man schaut halt hier auf diese Hochhäuser. Aber strahlend blauer Himmel. Und das ist das Wichtigste. Un, dos, tres, vamos. Visca y Barça, hinten haben wir den Gold drauf. Mir ist es extrem wichtig, euch das zu erzählen, weil ich nicht möchte, dass ihr denkt, dass ich in den letzten Wochen einfach gefaulenzt habe. Ganz im Gegenteil, Leute. Was hat das gerade für einen Wechsel angenommen? Ich habe gedacht, jetzt kommt irgendwie der nächste Spot. Auf einmal kommt da so ein kleines... Redest du eigentlich immer so, als wäre alles ironisch? Boah, weiß ich nicht, Felix.
Was kommt denn jetzt? Ich brenne wie an Tag 1 noch für die Stadion-Vlogs. YouTube ist mein Leben. Ne? Und wenn ich das nicht mache, dann fehlt es mir auch extrem und zieht mich runter. Und ich habe immer noch so viel Spaß daran, Videos zu drehen. Und meine Leidenschaft ist da. Das ist das Allerwichtigste, Freunde. Deswegen keine Sorge, ich bin hoffentlich noch viele Jahre auf dieser Plattform am Start. Aber ich wollte euch einfach nicht enttäuschen. Doch für die, die mich jetzt auch im Podcast und so verfolgen, da habe ich es ja erzählt. Ich hatte leider wieder letzte Wochen massiv zu kämpfen mit Schlafstörungen. Ich treibe die ja mit mir herum so seit circa 1,5 Jahren. Aber diesmal war es wirklich so schlimm wie noch nie. Ich habe in 8 Tagen 4-mal durchgemacht und konnte einfach nicht einschlafen. Und irgendwann, als ich dann so, keine Ahnung, 40 Stunden wach war, bin ich dann schon irgendwann eingenickt, weil ich halt so erschöpft war. Aber ich bin halt dann wieder so nach 1-2 Stunden aufgewacht und konnte dann wieder nicht einpennen. Und ja, ihr könnt euch dann vorstellen, wie sehr das dann auf die Psyche geht. Und ich habe halt gemerkt, ich bin halt gerade körperlich komplett am Limit. Ich neige halt immer dazu, so ein bisschen zu überdrehen, weil mir halt das Ganze, wie gesagt... Oh. Wie viele mir schon geschrieben haben, benutzt man Melatonin. Ich finde, Melatonin bringt bei mir nichts. Also ich habe auch ein bisschen Schlafprobleme. Aber Melatonin bringt nichts bei mir. Aber momentan muss ich auch zugeben, dass mein Schlaf sich sehr geil ist. Also so, ich hab hier auch mit Schlafproblemen zu kämpfen. Aber momentan geht's sehr, sehr fit, muss ich sagen. Aber glaube ich einfach, weil ich gerade sehr guten Ausgleich habe mit Training, Streamen und mit dem Ganzen. Ist es dann halt einfach so, dass ich, wenn ich ins Bett gehe, auch wirklich kaputt bin. Was hilft denn, Willi? Mein Bester, ich weiß auch nicht, was hilft, weil sonst würde ich mich jetzt sofort bei Anton melden und ihm da meine Erkenntnis mitgehen. Ich glaube, bei mir ist es einfach momentan so, dass ich einen sehr guten Ausgleich habe. Zu sehr Spaß macht, aber manchmal muss ich ein bisschen mehr auf meinen Körper hören und einen Gang runterschalten. Und ja, das Positive ist aber, das wird jetzt wieder von Tag zu Tag besser. Dennoch muss ich ein bisschen kalmer machen. Aber ihr glaubt mir gar nicht, wie gerne ich da beim Istanbul Derby am Start gewesen wäre, bei Gala gegen Besiktas und dann auch noch bei Bayern gegen Gala. Ich hatte so Gänsehaut vom Fernseher, aber ja, es ging einfach nicht. Ne? Und ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. So viel dazu. Habe ich wieder Energie und wir werden den Klassiker anschauen. Vamos! Jetzt checken wir den Rooftop ab. Ich habe extra gewartet, Leute, damit ich das mit euch gemeinsam live im Video mache. Oh, perfekt. Oh mein Gott, wie Maximum sieht das aus. Digga! Das ist ein richtig geiler Pool, aber es sind gerade so 17 Grad. Aber wie gesagt, da ist die Sonne draußen und da hinten sehen wir das Meer. Wow! In den All-Time-Klassiko-Statistiken hat Barcelona gegen Real insgesamt 100 Mal gewonnen und Real gegen uns 102 Mal. Es ist so ausgeglichen und die allermeisten Tore in Klassikos aller Zeiten hat Lionel Messi erzielt mit 26 und danach kommen dann erstmal nur Realspieler. Boah, richtig geil. Da vorne übrigens, Freunde, da sind diese Clubs, so Opium, Schoko, diese Ecke und der Olympische Hafen. Das ist halt... Das kann man sich nicht, also das ist, ich sage euch, Chat, ne, es gibt Sachen, wir leben in Deutschland und wir haben alle Glück, dass wir hier leben, kann man ja auch mal so aussprechen, wie es ist, ne, aber es gibt Sachen, wenn ich die verändern könnte in Deutschland, wären es zwei Sachen, Steuern und Wetter. Checkt ihr, was ich meine? Ich würde dich wählen. Yes. Willi for fucking President. Regierung Sommer. Und Menschen, die keinen Stock im Arsch haben, ich glaube, das Wetter hat auch sehr viel damit zu tun, mit dem Wetter. Manche Leute sind halt einfach so verbittert und so zornig, weil halt dieses Wetter auch so ein krasser Impact gibt in deine Alltagslaune, was Wahnsinn ist. Du siehst sehr wenig, probiert es mal zu vergleichen, im Sommer sind sehr wenig Leute unfreundlich. Wenn du in Bars bist, in Restaurants, da ist es sehr selten, dass die so, da siehst du auch weniger Leute, die eine Fresse ziehen. Wenn ich jetzt vor die Tür gehe, Jungs, nimmt's mir nicht übel, aber ich bin kurz davor, 3 bis 4 Mal am Tag ein 1 gegen 1 zu starten gegen jemanden. Ich gucke, also ich denke mir immer so, ey, warte mal, verstehe ich das richtig? Wie guckst du mich an? Also ja, so gibt das manchmal das Gefühl. Das Meer, richtig, richtig geil. Richtig, richtig schön. Oh, bitte gewinnt Bas heute. Ich glaube, morgen in der Früh gönne ich mir aber hier so einen kleinen guten Morgenschwimmgang. Oh, und hier dann der Blick
Oh, die Innenstadt. Wir haben jetzt gerade 10 Uhr morgens. Das Spiel findet heute um 16.15 Uhr statt. Und Barca wird auch heute auf ihrem Trikot mit dem Logo der Rolling Stones auflaufen. Ich habe mir auch so ein Special Oversize Streetwear-Shirt bestellt von der Kollektion. Ganz cool. Ist aber leider noch nicht angekommen. Beim letzten Klassiko sind sie ja mit dem Logo von Rosalía aufgelaufen. Da war ich ja auch im Stadion. Und davor mit der Eule von Drake. Genau. Der Shit ist cool. Da sind hier aber noch Menschen leer. Die Leute schlafen lange in Spanien, ne? So, und da sind auch schon die Clubs, von denen ich euch erzählt habe. Okay, die sind doch schon aktiv. Guck mal, wie geil. Guck mal an, wie geil. Volleyball, dieses lockere. Da hinten das W-Hotel, wo ich an Silvester mit Matti war. Liebe Grüße gehen raus, Brudi. Ich tippe heute 3-1 für Barca. Ich glaube, wir schaffen das, auch wenn mega viele Stammkräfte verletzt sind. Wobei es einige noch auf der letzten Drücke auf Krampf in den Kader schaffen. Come on, bitte. Oh. Ich steppe jetzt hier mit Leichtgewicht und Marathon Pro an der Promenade entlang und suchen uns ein nice Frühstückslokal. By the way, Leute, ich sehe aus wie ein Eierkopf, weil der Friseur die ganzen kaputten Haare weggeschnitten hat. Ey, ich empfehle euch nicht, eure Haare zu färben. Ja. Das ist so kaputt, Katastrophe, ne? Nie wieder. Marzo Beach gibt es übrigens nicht nur in Amerika, sondern auch hier in Barcelona. Und geil. Das erste Mal in der Stadt war, bin ich dieses Klettergerüst wie ein Kind nach oben geklettert. Wie sympathisch. Die beiden da unten haben sich eine Musikbox aufgestellt und tanzen einfach am frühen Morgen. Sowas würdest du niemals, also sehr selten in Deutschland sehen. Ich habe gerade eben nochmal nachgeguckt. Es werden heute sogar bis zu 24 Grad und das Ende Oktober. Ein Träumchen. Ja, chillt ein kleiner Pedri mit seinem Bruder. Und noch ein Pedri. Nice. Oh, schöner Flick. Wie witzig schaut dieser Hund da hinten aus. So dünne Beinchen hat der. Man kann jetzt übrigens sicher als Erinnerung die alten originalen Camp Nou-Seats für zu Hause bestellen. Die hat Barca so wiederverwertet mit so einem coolen Protest. Also richtig geile Erinnerung, werde ich mir definitiv einen sneaken. Ich bin jetzt locker flockig. Oh, da ist sogar gerade ein Flugzeug, was entlang fliegt. Genau von da oben habe ich auch die Aufnahme gemacht, Freunde, vom Anfang vom Video. So, 2 Kilometer sind wir jetzt hier durchgelaufen. Die ganze Promenade entlang. Ist wirklich schön. Da hat jemand sein Huracan Evo abgestellt aus Luxemburg. Barca bringt aktuell extrem viele La Masia-Spieler hervor. Das erinnert wirklich an die allerbesten Zeiten. Und dieser Marc Guio beim letzten Spiel, ich sag's euch ehrlich, ich kannte ihn davor gar nicht, der kommt bei 0-0 rein und erzielt direkt so ein wichtiges Tor, das er noch mit seinem ersten Ballkontakt gab, bei seinem Profidebüt nach 20 Sekunden. Unfassbar. Ich bin jetzt ganz kurz im Taxi unterwegs und wir fahren nun zum Restaurant von Luis Suarez. Das heißt El Chalito. Das gibt es 2 Mal in Barcelona. Da war ich noch nie. Das ist ein großer Pluspunkt im Vergleich zu Madrid. Denn die Stadt hier ist viel, viel grüner. Bellingham, soll ich jetzt schon im Vorhinein was zu dem Bellingham-Call geben? Oder sollen wir noch warten? Es gibt 2 Sachen im Vorhinein. Ich muss es callen, weil ich hab's das muss ich so sagen. Bellingham rasiert momentan alles. No cap, brauchen wir nicht reden. Ich würde auch fast sagen, er ist momentan, so wie er performt, der beste Mittelfeldspieler. Aber jetzt kommt das große Aber, was interpretieren wir über den besten Mittelfeldspieler? Suchst du einen Mittelfeldspieler, der ist aktuell der beste Mittelfeldspieler, der quasi seinen Stempel oder einen Impact ins Spiel gibt, dass man gewinnt. Vielleicht sagst du, okay, für mich besteht ein Mittelfeldspieler, einer daraus, der hat eine 100% Passquote, Zweikampfführung und wenn er noch Tore schießt, ist er eine 10 von 10. Ich sage, aktuell ist Jude Bellingham der beste Mittelfeldspieler. Jetzt, oder ich würde es so sagen, Jude Bellingham ist zu 100% der gefährlichste Mittelfeldspieler. Weil er auch Tore macht wie kein anderer. Jetzt kommt mein Call. Ich habe mir das El Clasico angeschaut und ich finde, bis zu den 2 Toren, hat Jude Bellingham jetzt nicht unglaublich gespielt. So, ne, also, der war jetzt nicht, das war kein Spiel, wo du gesagt hättest, hätte Jude Bellingham jetzt nicht die 2 Tore gemacht, hätte ich jetzt nicht gesagt, Jude hat ein gutes Spiel gemacht. Und jetzt kommt aber das große Aber. Aber der Mann trifft einmal mit einem Schuss. Ich weiß nicht, wo er den auspackt. Und beim letzten Tor ist er der Mittelfeldspieler, der nochmal in der letzten Minute in die Box läuft. Im Umkehrschluss heißt das, Jude Bellingham ist an diesem Tag ein Unterschiedsspieler gewesen, weil er halt in so kurzem Zeitraum
das Spiel mit seiner Leistung, mit seinen Ideen beeinflussen konnte und für Real Madrid entschieden hat. Und heute muss ich auch nicht mehr mein Barca-Tattoo verstecken. Wir sind in der richtigen Stadt. Wie habe ich eigentlich gerade Madrid ausgesprochen? Madrid. Aber wenn mir jetzt Leute zum Beispiel kommen mit der New Cristiano Ronaldo oder bla bla bla, ich schwöre euch, stellt euch in der Reihe und ich strecke meinen Penis aus und jeder darf ihn mal massieren. Niemals ist er der neue Cristiano Ronaldo. Nein, nein, nein. Dreimal nein. Nie. Das ist dann für mich komplett Realität, also realitätsfern. Diese Bauwerke. Ich liebe es. Da vorne ist der Plaza Catalunya, der Platz, wo die ganzen Tauben rumfliegen, Leute. Kennt ihr ja von meinen Vlogs. Und da fängt dann Las Ramblas an und das Restaurant von Suarez ist hier genau in der Straße. Da ist es. Chalito. Ich bin der allererste Gast. Ich muss noch warten, bis es aufmacht. Hier gibt es unter anderem Pizzen, argentinische Steaks, Burger, Milanesas, oh, Empanadas auch. Oh, das kann ich aber leider nicht mehr essen. Und schaut mal, ganz da vorne im Hauptglied ist die Kathedrale. Da oben auf dem Berg. Hey, stimmt, wir sind ja auch heute Joao Felix. Joao. Der ist so krass eingeschlagen, genauso wie auch Cancelo. Okay, der Laden ist geöffnet, Leute. Ich glaube, wir können rein. Hola? Ya está abierto? No, todavía no. Ah, okay, noch nicht. Ich bin zu früh. Der Kellner hat mir gerade eben erzählt, dass vor 2 Wochen sogar Luis Suarez hier war und hat mit ein paar Gästen auch Bilder gemacht, gegessen. Und guckt euch mal bitte dieses leckere argentinische Fleisch an. Dann noch Reis, Gemüse. Oh, perfekt, Digga. Eine Coke Zero. Ja, die Uruguayer und Argentinier, die lieben ja Fleisch über alles. Bei der Nationalmannschaft ist ja immer voll das Ritual, dass sie alle gemeinsam mit dem Staff grillen und so. Und Luis Suarez hat safe auch schon mal reingebissen. Dafür ist er ja sowieso bekannt. Boah, richtig weich. Digga, Preis-Leistung top, weil der ganze Zeit... Anton seine Essensbewertungen nicht ernst nehmen. Niemals. An dem Punkt muss ich Anton leider unterbrechen. Keine Chance. Niemals ernst nehmen. Teller kostet 15 Euro. Super. Bei Reis kann man auch voll viel falsch machen, finde ich. Ja, der Reis ist jetzt nicht der leckerste, aber schon. Ja, dem Reis gebe ich so eine 6 und dem Fleisch eine stabile 7,5. Oh, ich bin voll, Leute. Schau mal, die Fliege gönnt sich noch die Überreste. Alles aufgegessen. Digga, was hast denn du für ein cooles Outfit? Ich hab genau das Shirt, aber in blau-rot. Mit der Binde sogar natürlich. Und Nummer 9. Geil. Was tippst du? Ich tipp 2-1 für Real. Ach, Bro, enttäuscht mich noch nicht. Was? Jungs, ihr? 3-0 Barca. Oha, der optimistische Boss. Ich sag 1-0 Barca. Okay, der realistische. Und das ist, mit dir brauchen wir, wenn ich mal reden. Also Jungs, viel Spaß. Ciao, danke. Na Tauben, was glaubt ihr? Barca oder Real heute? Jetzt fahren wir Richtung Stadion. Die Ultras von Barca treffen sich nämlich beim Brunnen von Montjuic. Und dann laufen sie alle gemeinsam mit einer Parade quasi den Berg hoch Richtung Olympiastadion, wo das allererste Mal ein El Clasico stattfindet. Ich bin gespannt, wie das heute ablaufen wird. Na Leute, von hier fährt Real Madrid los. Da starten gerade richtig viele Fans, schaut mal. Und man sieht es schon da. Ja, es ist ja Kista, wir sind perfekto. Gracias. Contajeta. Contajeta. Ich muss zahlen, Leute. Ich habe schon auf Hyros gesehen. Oh mein Gott, Polizei. Hier schon überall. Leute, was ist denn da? Ach, der freut sich einfach wegen Polizei. Okay, wir müssen sofort rüber. Hey, hey, hey. Oh, let's go, Leute. Wir hauen euch schon ein bisschen Feuerwechsel hoch. Und da hinter dem Palast, Freunde, da ist das Olympiastadion. Ihr erinnert euch. Oh. Mitten rein jetzt. Laufen wir alle gemeinsam dann hoch den Berg. Ja, da sind schon ein paar Ultras, die ihr natürlich ihr Gesicht verdecken. Was geht ab, Jungs? Na? Alles klar. Gutes Timing, gleich geht der Marsch los. Ja. Hi, sehr, sehr. Es geht. Was wird denn 5-0 für Barca? 5-0? Oh, Bro, dann... Manita, ja. Wisst ihr, was man krass unterscheiden muss? Ich war ja schon im Barca-Stadion. Die Stimmung, wie du sie in deutschen Stadien hast, zum Beispiel in Dortmund, Hamburg, Schalke. Lass es diverse andere Vereine sein, ja? Die hast du
die hast du in Spanien nicht. Frankfurt, ja, Chat, ihr könnt da diverse Vereine reinschreiben, weil wir, ich glaube, in Deutschland schon eine sehr, 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 sehr krasse Fankultur haben, beziehungsweise eine sehr, sehr krasse Fanszene. Die ist nicht vergleichbar mit sowas wie in Spanien. Nicht ansatzweise. Nicht ansatzweise. Da ist Deutschland, ich war schon in ein paar Stadien auch national, das ist nicht vergleichbar mit, also da ist Deutschland in meinen Augen Champions League. Champions League. Oh mein Gott, wie geil, ey! Vinicius Fuerte! Vinicius Fuerte! Vinicius Fuerte! Jedes Spiel, okay. Angestimmt, ich gehe mitten rein. Alle, alle, alle! And we will live up all. Madrid is the hijo de puta. Madrid is the hijo de puta. Der eine Mann, Freunde, hat seinen kompletten Bauch mit Barca tätowiert. Ich krieg's aber gerade nicht drauf. Was geht ab, Jungs? Woher kommt ihr? Aus der Schweiz. Aus der Schweiz. Schaut mal, was er unter seinem Pulli versteckt hat. Bro, du Frechdachs, wie traust du dich hierher, Mann? Oh Leute, da muss man aber wirklich extrem aufpassen, weil das ist einfach Feuerwehrkörper zwischen all den Menschenmassen. Oh, geiles Eto'o-Trikot von 2829. Weil diese ganzen Funken und so gehen auf die Kleidung. Ich hatte ja einmal in Istanbul überall Brandlöcher. Also wirklich. Was tippst du, Bro? Ich sage 2-1 Barca. Okay, let's go. Viel Spaß, gell? Ciao. Barca! Und die Hymne wird gesungen. Oh, na na ma na ma na. Yeah, da 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 da. Ba ni da 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 da. Ba da da da. Ooh, hey la la. Ah ma ma na da 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 da. Barca! 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 Was eine geile Aussicht von hier oben. Gleich sind wir auch schon beim Stadion. Sehr wildes Trikot. Ronaldo, ein Phänomeno. Lewandowski, Freunde, wird heute auch voraussichtlich spielen. Er war ja die letzten Wochen angeschlagen. Koundé ist eigentlich auch wieder im Kader. Rafinha. Leider haben es aber Pedri und Frankie nicht rechtzeitig gepackt. Hört sich bei der nach Chinesisch an. Luan, was verstehst du, wenn ich jetzt sage, halt's Maul? Deutsch? In welche Richtung geht das? Aber wir packen es auch ohne die. Ich beliebe. Lol, das ist neu. Das war vor ein paar Monaten noch nicht so extrem. Hier sind überall Merchandise-Stände. Das sind halt keine originalen Trikots, aber es wird halt trotzdem toleriert. Sehr geil. Patatas fritas, Pommes gibt's hier. Realschallverkauf. Oh, hi. Was geht? Hi. Barca ist übrigens noch ungeschlagen diese Saison. Sowohl in der La Liga sind wir flawless gestartet, als auch in der Champions League. 3 Spiele, 3 Siege sogar. Hey, was geht, Jungs? Na? Hi. Und optimistisch heute? Ja, alle Madrid. Oh, ich gehe weiter, ne? Spaß. Aha, der kleine Junge mit Al Nassr Ronaldo-Trikot. Schon krass heute, auch weil natürlich Saudi Pro League vom Niveau nicht so heftig ist. Trotzdem hat Ronaldo mit 38 die meisten Tore im Kalenderjahr 2020. Muss man ihn auch mal loben. Schon heftig, wie er aktuell in Form ist. Vor allem sind auch viele schöne Treffer dabei, nicht nur Meter. Ja. Hi, servus.
Hallo? Ich sag's euch, hier ist schon wieder ein halbes Abonnententreffen. Und fast von viele Deutschen hier. Hey, was geht? Wo man gerade drüber redet. Ja? Ah ja, da ist auch schon der erste Bellingham, den ich sehe. Seine Freundin aber Barca-Trikot an. Ah ja, da sollte er, glaube ich, noch einmal seine Meinung überdenken. Noch einmal zum Genießen hier. Die vordere Fassade vom Olympiastadion. Sieht echt aus wie ein Museum eher von außen, ne? Yeah, what do you think? Real Madrid, 1-3. 1-3, and you? Real Madrid, 3-1. Okay, good luck, yeah? Die beiden haben auch ehrenwerte Trikots an. Seid ihr Brüder, was? Ja, ja, Zwillinge doch. Ja, ja. Oh, jetzt ist es aufgefallen. Also, viel Spaß. Ja, nee, sieht man sonst nicht, ne? Junge, wie lost bin ich eigentlich? Ich glaube, die waren ja sogar eineigig. Sehr sympathisch. In 30 Minuten geht auch das Spiel der Bayern los. Und es ist bestätigt, Neuer ist nach 350 Tagen, nach dieser schlimmen Verletzung, wieder in der Startelf. Und ich bin so gespannt, in welche Form er sich zurückmelden wird. Und wir gehen jetzt rein. Perfekt. Ich bin nicht eine Millisekunde abgetastet. Er checkt mich so ab mit Sonnenbrille, Digga, macht diesen Move. Wobei, ist eigentlich nicht gut. Ich bin eher für strengere Kontrollen. Puerta 78, hier müssen wir rein. Ich sitze heute auf der Gegentribüne. Nee, Barça, Canavio. Das kommt wieder. Reihe 8, Digga. Sogar ziemlich weit unten. Oh yes, baby. Wie viele Fans passen hier ins Stadion? Oh yes, baby. Boah, da ist der Sektor von den Ultras. Das letzte Mal, als ich hier war, saß ich, glaube ich, in dem Bereich. Klassiker, Leute, in La Liga. Come on, wir holen uns die Tabelle. 50.000? Okay, krank. Spitze. Once, yes, nueve, ocho. Ich komme schon hier. Ja. Genau, das war ein Platz. Ah, Mist, ich habe das Ticket ein bisschen zu weit unten geholt. Ich dachte, Reihe 8 passt schon. Schau mal, die vorderen sind sogar komplett abgetrennt, weil man von da halt echt belastende Sicht hat, weil dieses Zwischending da zwischen Rasen und Sitzplätzen ist. Aber passt schon, Leute. Hauptsache, wir sind dabei. Bei jedem Platz sind Choreo-Stücke verteilt. Ich bin sehr gespannt. Aber ich finde es schon ein bisschen bodenlos, Leute, weil ich bin ja Mitglied bei Barca. Das heißt, ich habe das Ticket Originalpreis geholt, nicht irgendwie über Zweitmarkt. Und es hat einfach 320 Euro gekostet. Was? Der Zwischenteil macht definitiv einiges kaputt. Also Leute, als ihr jetzt auf der Gegentribüne kauft, dann nehmt am besten ab Reihe 17, 18. Weil von hier sieht man dann wenigstens die Seite. Die kann ich von meinem Platz gar nicht erkennen. Und dann passt es auch. Ich hole mir jetzt erstmal ein Getränk. Was ist das hier eigentlich, Digga? Lol, so ein Schacht nach unten. Lamine Yamal, Rafinha und Lewandowski, alle drei sind erstmal nur auf der Bank. Fokus liegt drauf, kompakt zu stehen, um sich kein Tor zu fangen. Und dann wird er wahrscheinlich die drei für eine halbe Stunde noch reinwerfen. Und volle Kanone dann in der Offensive. Dieser Plan geht auf. Real kommt rein! Ah ja, da ist er. Jude. Bitte macht er heute kein Tor, Digga. Ich raste aus. Und da kommt Barca rein. Das war schön. Das ist so Rolex dort mit der Zunge. Gabi! Das Klassikumbis. Gündogan heute auch. Hat noch kein Tor für uns gemacht. Heute der geile Tag dafür. Alter, ist aber auch schon gut gefüllt, Mann, das Olympiastadion. Let's go. Wow, let's go, Digga. Bellingham. Ja. Abgeklärt. Felix. Alkinza. Andreas. Christensen. Albutinos. Ilkay. Gündogan. Let's make it legendary. Und die Leute machen sich ready. Für die Choreo. Man kann es schon ein bisschen erahnen. Puta Real Madrid! Oh mein Gott, let's go! Ey, wir wollen Wappa! Und Barça! Barça! Come on, Jungs! Haut sie weg heute! Hört sich an wie ein schlechter Trap-Song aus Spanien. Votti, 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 Votti! Ey, mein Bruder, was hast du gesagt? Ich weiß es nicht. Ancelotti auch schon parat.
Wo ist Xavi noch auf der Bank? Barca! Barca! Komm, Gündogan, das Spiel läuft jetzt. Madrid ist das Sieg vor dem Fußball Club Barcelona. La, 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 la. Seitenwechsel, genau so. Ja. Auf Martinez. Krass, dass der auch in der Startelf steht, ne? Ah, ist das schön, ist das schön. Oh mein Gott, Egan mit seinem ersten Tor im Dress von Barca. Ich hab mein ganzes Leben voll geschnuppt. Scheiße, Egan. 16 Minuten. Da hat er den Fehler gewittert mit seiner kleinen Nase. Digga, aber Stimmung ist nicht so geil. 1-0. Ja, ich hab's vorhin erst gesagt, dass er heute vielleicht mit erst Tor macht. Come on. Hat er sich einen guten Tag ausgesucht. Lolo, die ganze Golden Hochzeit springen. Lolo, lolo, lolo. Lolo, lolo, lolo. Lolo, lolo, lolo. Oh, Junge. Ja. Scheiße, Vinicius mit sehr viel Platz. Ey, auch ein kleiner Call. Sorry, dass ich nochmal unterbreche, aber sind wir uns einig, wenn ich den Call gebe, das El Clasico war nicht so geil. Das El Clasico wurde gecarried durch diese letzten Minuten von Jude Bellingham. Bis dato war es nicht geil. Oh mein Gott, Pfosten! Leute, ich habe mich jetzt hier nach oben gestellt, weil da unten hat man echt so einen schlechten Überblick. Come on! Schön, Barca hat den Ball erobert. Come on, Konter. Ja, sehr gut. Joao, auf Ferran. Ferran geht mit, Ferran geht mit. Oh, gut verteidigt von Alaba. Vinicius. Geiler Ball. Oh, gefährlich. Bellingham nochmal mit der Ablage. Oh, wir blocken. Schönes Ding, Jungs. Vamos. Barca. Barca. Barca steht ziemlich tief hinten drinnen. Ui, Toni, probier es mal. Aber bis jetzt kann Real noch nicht extrem Gefahr ausstrahlen. Genau so. So, und jetzt noch beide. Rüber, 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 rüber. Hey! Hey! Der Retter! Der Retter! Für Tchouaméni, meine Güte! Rüber. Guter Ball, kommt Felix. Ja! Sieh, Junge! Ich glaube, es war echt Ball. Muss ich so fair sein. Und wenigstens das letzte Ball. Komm, steh auf. Kein Foul, spiel jetzt weiter los. Bleib meine Linie da treu. Schaut mal, wie laut es ist. Meine Güte. Da ist der Istanbul-Vibes. Hat ich dieser Kilo, Mati, ey. Das ganze Stadion ist am Springen. Ey, Madrid ist der Kilo, Mati, ey. Madrid ist der Kilo, Mati, ey. Siempre da Imare. Paar Übersteiger. Ja, beide. Oh mein Gott. Oh, gute Aktion vom Außenverteidiger. Komm mal. Guter Ball von Martinez. Ferran. Ja. Fermin macht so eine geile... Oh, macht der eine geile Partie, Digga. 2-0 vor der Halbzeit. Der passt schon der... Ja, ich will nicht sagen Entscheidung, aber echt ein heftiger Durchstoß. Oh. Weiter. Caretta! Guck mal, Gavi. Digga, guck mal, Gavi, Digga, was hat denn Gavi vor? Genau.
Es ist Pause, Barca's Matchplan geht bisher perfekt auf, Digga. Wir halten die Null, Real strahlt kaum Gefahr aus. Plus, wir haben unsere Offensivwaffen immer noch auf der Bank. Also, ja, jetzt einfach nur so weitermachen. Komm. Und Fermin, bring ihn noch mal rein. Ja, frei! Posten! Araujo! Erhält! Oh mein Gott! Was eine riesige Chance, direkt in zweiter Halbzeit. Zweite Wahl schon, Aluminium für uns. Oh mein Gott! Gabi spielt den Ball gegen Bellingham. Oh. Moin! Für meinen Geschmack war das fast die gefährlichste Chance von Real. Wenn er den gut trifft, ist er drin. Digga, ich hoffe, er hat den Bruch auch drauf, ne? Ich hoffe, er hat den Bruch auch drauf, ne? Das wäre halt, das ist der wichtigste Call von allen. Den Bruch auch auf Video zu haben. Hat er, gut. Oh mein Gott! Oh meine Güte! Ey, das war so geil gemacht vom Portugiesen. Warum so Anti-Barca? Ey, bitte. Hä? Haben wir jetzt hier wieder irgendeinen Freiheitskämpfer? Beide waren am Ende noch. Ah, okay, abseits. Aber ich glaube, es war ein Sektor. Gabi! Er hat den Ball erobert gegen Bellingham und bekommt auch Sprechchöre. Es gibt Standing Ovations für Ferran Torres. Unglaublich starker und wichtiger Mann letzte Woche. Und jetzt kommt der Pole rein. Roman Lewandowski, wir können uns freuen. Cancelo. Oh, Kamavinga kommt nicht dran. Cancelo! Und ein aufgefallen. Ja! Oh, ich glaube, er kommt. Ne, oh. Also, wenn es Real probiert, dann wird es ausschließlich aus der Distanz. Wisst ihr, was ich für einen Call habe? Ich finde, Barca hat sich am Ende zu tief, also sie waren nicht mehr aktiv bei der Spielgestaltung da. Sie haben sich eigentlich echt nur noch ausgeruht und probiert, ein bisschen zu verschieben. Oh, ich glaube, er kommt. Oh, oh. Oh, oh. Batsch! Goal. Yeah. Oh fuck yes, Lord. This is a fucking shoot for a fucking England player. Chucha loco. Chucha loco. Weißt du, wo am Anfang der Son Alex Schieber im Jahr macht Elo-Tapping Goals und so und jetzt stellst du hier und zu Hause so ein Ding rein, Alter, zu Ausgleich. Meine Güte, ey. Wow, 1-1 ist das bitter. Kann jetzt auch nicht sagen, dass der Ausgleich hoch verdient ist. Also Barca hatte ja, wie gesagt, noch mehrere Chancen, da über Cancelo, dann noch die Aluminium-Treffer. Und Real, wie gesagt, nur Distanz, aber... Ja. Kann man denn nicht schießen oder so? Es ist halt auch so geil, dass Jude Bellingham halt ausgerechnet in diesem El Clasico so, also so krass rasiert, ne? Ja, also das Spiel reicht natürlich dann wieder die Klasse von Bellingham wieder aus. Barca bringt jetzt noch Rafinha rein und Lamine Jamal, genauso wie predicted. Jamal mit extrem viel Platz. Geh vorbei, Junge. Ja, Doppelpass vielleicht, ne? Andere Seite, ja, Rafinha. Und Rafinha. Komm. Oh nein! Lever! Oh. Konter hat das Segen, komm! Renn! Was geht's? Die sind noch frisch. Die haben noch Power. Rafinha. Schleppwechsel auf Lamin. Der ist Linksfuß. Wenn der drin gewesen wäre, ich wäre einfach straight in Ohnmacht gefallen, ich sag's euch. Es wäre einfach zu schön, um hart zu sein, aber wäre noch geil Angriff. Barca spielt besser, Leute. Wir drücken auf den Siegtreffer. Real gibt sich zufrieden hier mit dem 1-1. Madrid ist der Kilo, Mann. Hey! Hey!
4 Minuten Nachspielzeit, meine Freunde. Bitte, lieber Gott. Oh, oh. Schau mal, wie routiniert die jetzt den Stiefel runterspielen. Digga, soll ich euch mal einen fetten Call geben, was ausschlaggebend ist? Achtet bitte drauf, und das, davor ziehe ich meinen Respekt vor Jude Bellingham, weil er diese Stürmerposition gar nicht irgendwie gelernt bekommen hat. Ey, achtet mal drauf, wie er in die Box läuft. Ah, ey, das ist so crazy. Das ist das, wo ich sag, dass der Ball dann dahin kommt, das ist ein bisschen glücklich, sind wir uns, glaube ich, einig, dass er den dann auch macht. Das ist das eine oder andere, aber der Laufweg in die fucking Box ist so krass, dass er da nochmal mit reingeht. Wow, wow, er ist gerade ausgelaufen. Ach Mann, Digga, deswegen bist du halt auch einer, der im Fußball gar keine Ahnung hat. Wirklich, nimm's mir nicht mal übel. Ja, wer geht jetzt das Risiko ein, das ist die Frage. Boxbesetzung, wer geht rein? Bellingham. Bap. Sahne! Fucking Jude Bellingham, guys. Ich sag, Bellingham wird heute auch mal ein Weekend, die ganz, ganz anders carryen. Da kannst du dich lieber komplett 5-0 als so zu verlieren. Meine Fresse. Ein letzter Angriff kriegen wir noch. Vinicius war gerade so am provozieren. Mods Jonas RSK17 einmal bannen, bitte. Ausgewechselt wurde. Ist irgendwie nochmal zweimal stehen geblieben und hat Richtung Real Fans gejubelt. Oh mein Gott, komm, schieß! Eckball. Eine Ecke kriegen wir noch. Das war echt nicht cool gerade von Vinicius, also da hat er komplett übertrieben. Aber sind wir mal ehrlich, solche Aktionen gehören auch bei den Klassikern dazu. Oh Gott, der Stegen ist sogar jetzt mit vorne im 16er. Komm. Können wir da noch eine Flanke? Nein, er pfeift ab. Leute, es war ein klasse Spiel. Heftiger Klasse. Aber ich muss jetzt erstmal mich tranquilisieren. Das ist sehr ganz, ganz traurige Niederlage. Ich hoffe, euch hat das Video unterhalten können, Freunde. Lasst ein großes Abo da, um die nächste Schalbox nicht zu verpassen. Haut rein. Digga, ich finde die Hymne nach dem Spiel einen richtig kranken Bruch hinterher, dass da die Hymne so abgekloppt wird. Ah ja, ey, Jude! Jude Bellingham! 1-1-2-2, Mr. Nice Guy, ist so High School Musical American Pie.